Und da geht's auch schon weiter, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu Heel Fakti News AD, unseren Transfer-Talk mit News, Gerüchten und allem, was zum Fußball dazugehört. Ja, falls ihr wie ich ein bisschen verschlafen habt die letzten Tage, ich lag ja aufgrund einer Erkältung ein bisschen wach, habt deswegen hier diesen Transfer ewig nicht mitbekommen, weil darüber auch kein Hype in den Medien gemacht wurde, aber es ist nun mal ein Transfer, der über die Bühne gegangen ist. Und ja, von Leverkusen nach Bremen wechselt per Laie Levan Öztunali. Und ja, Bayern 0 für Leverkusen verleiht ein Mittelfeldtalent Levan Öztunali bis zum Sommer 2016 an Liga-Konkurrent Bremen. Ist übertrieben, denn Bremen schwimmt in anderen Seen. Der 18-jährige Enkel, weiß ja jeder mittlerweile, wo der Enkel von Uwe Seeler ist, aber jegliche Vergleiche könnt ihr euch direkt in die Tonne kloppen, deswegen hat der Junge noch einen weiten Weg. Warum wechselt er? Per Laie ist ganz klar, denke ich. In Bremen ist die ganze Situation eine andere, da könnte er eher spielen als bei Leverkusen. Bei Leverkusen ist zwar der Kader jetzt auch nicht so extrem, aber so Leute wie Çalhanoğlu und Co., die sind dann doch noch ein anderes Kaliber als der gute Herr Öztunali. Und Leverkusen wollte erst die Laie nur auf einem halben Jahr belassen, sprich bis zum Ende der Saison, aber da hat Bremen gesagt, nö, euren Dreck macht mal fein alleine. Wenn, dann wollen wir den anderthalb Jahre, und dann hat Leverkusen sich dazu umringen lassen, sage ich mal, und hat gesagt, jo, okay, dann machen wir es halt so, kriegt dann anderthalb Jahre und gut ist. Haben sie auch bei Kramer schon so gemacht und bei vielen anderen. Also Leverkusen ist ein Verein, der gerne mal Spieler verleiht und hofft, dass sie sich gut entwickeln. Bayer-Sportchef Rudi Völler, der allzeit beliebte Rudi Völler, seit er Sportchef ist, ist er, glaube ich, ein bisschen unbeliebter geworden, sagte zu Öztunali: Levins Qualitäten sind außergewöhnlich. Wenn er in Bremen regelmäßig Bundesliga-Luft schnuppert und sein Niveau dadurch noch weiter steigert, dann wird er in absehbarer Zeit auch ein prägender Spieler unserer zukünftigen Mannschaft werden. Sagt sich immer so gut, weil bis dahin passiert viel, Herr Völler. Weiter geht's im Text, Herr Völler. Was Levin jetzt braucht, ist Wettkampfpraxis auf höchstem Niveau. Das kann ihm Bremen derzeit eher bieten als wir in Leverkusen, wo die Konkurrenzsituation auf seiner Position erheblich größer ist. Aber das sagte ich doch bereits, Herr Völler. Ja, tschüss. So, ja, kurzer Spaß am Rande. Natürlich, hat der Herr Völler da völlig recht, in Bremen wird der Öztunali eher spielen als in Leverkusen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Öztunali ist natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft auch U19 Europameister geworden. Sein Marktwert beträgt 1,5 Millionen Euro und er hatte diese Saison 484 Minuten für Bayer 04 Leverkusen gespielt. Ist jetzt nicht ganz so viel, wenn man das mal rechnet, dass ein Spiel schon 90 Minuten hat. Ne? Könnte ja selbst runterbrechen, wie viel das ist. Der Junge ist in Hamburg geboren, ist 18 Jahre alt, 1,84 groß, spielt im zentralen Mittelfeld, kann aber auch im defensiven oder offensiven Mittelfeld spielen, ist schon eher so ein Spielertyp à la Spielmacher. Wer den Fußballmanager schafft, weiß das auch. Kann aber auch defensive Qualitäten aufweisen und jetzt gilt es halt, das mal einzusetzen in Bremen. Wobei ich nicht gerade sagen würde, dass er in Bremen jetzt auch leichtes Spiel hat zu spielen, aber wird seine Sache schon machen. Ist schließlich auch mit der U18 Fritz Walter Medaille in Silber 2014 ausgezeichnet worden. Also ein bisschen Talent hat er und ja, mal gucken, was jetzt aus der Laie wird. Die Saison, wie gesagt, in der Bundesliga 6 Einsätze. Hatte 150 Minuten in den 6 Einsätzen gespielt, also nicht wirklich lang. Dann in der Champions League zweimal eingewechselt, zwei komplette Spiele hat er sogar in der... Oh, okay, ja, ich sehe schon. Champions League, löscht das bitte wieder. In der Champions League Jugendliga, also UEFA Youth League, hat er 2 komplette Spiele gemacht, da 2 Tore vorbereitet. Also er kann schon durchaus ein bisschen was mit dem Ball anfangen. In der richtigen Champions League hat er nur einmal 21 Minuten gespielt, da keine Vorlagen, keine Tore. Genauso wie im DFB-Pokal in seiner 46-minütigen Spielzeit.
In der A-Junioren-Bundesliga West, in der er auch noch spielberechtigt ist, hat er ein Spiel absolviert, erzielte dabei ein Tor bei 87 Minuten. So, und dann haben wir noch die Nationalmannschaftskarriere. Da darf er öfters spielen als bei Leverkusen. In der U15 hat er viermal gespielt, einmal getroffen. In der U16 fünf Spiele, 0 Tore. In der U17 14 Spiele, 0 Tore. Da kam er so langsam emporgeschossen, sage ich mal. In der U19 10 Spiele, 2 Tore. Europameister, klingelingeling. Und natürlich in der U20 mit 5 Spielen, auch da bisher ohne Tor. Und das war es soweit zu Levin Özcanali. Eure Meinung ist wieder gefragt, was kann er bei Bremen erstmal anrichten? Kann er denen helfen hier, die setzen? Bremen ist ja bekannt jetzt unter Skripnik und Frings, dass sie auf die Jugend setzen. Also vielleicht ein guter Schritt für Özcanali. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Kann er sich durchsetzen? Wird er danach auch eine Verstärkung für Leverkusen sein 2016? Oder sagt ihr, bis dahin ist in Leverkusen so viel passiert, da hat er keinen Platz mehr? Ich bin einfach auf eure Meinung gespannt und freue mich, mit euch vielleicht zu diskutieren. Zu können, bevor ich hier ganz die Sprache verliere. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt mir gerne auch News in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, was ihr hören wollt. Ansonsten mache ich das, was ich denke, was ihr hören wollt. Ne? In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, immer Unterstützung geben, auch hier bei diesen Transfer-News. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao, ciao.